Hallo liebe Fotofreunde, sie ist da, meine Lumix G9 Mark II. Ich werde sie jetzt auspacken, den Akku aufladen und euch dann zeigen, wie sich diese Kamera in der Hand tut von der Haptik. Und das Design kennt ihr ja schon. Wir werden auch vergleichen mit der G81 von Größe und Gewicht. Und das wäre es mal für heute. Es gibt natürlich wesentlich mehr Testberichte in Zukunft in den nächsten Wochen. So, der Akku ist halbwegs aufgeladen. Ich habe mein Objektiv Lumix Vario 12 bis 35 mm durchgehend 2,8 draufgegeben. Und da merkt man schon, ja, da hat man was in der Hand. Diese Kameragröße liegt mir sehr. Ich komme mit dem kleinen Finger bis an die untere Kante von der Höhe her. Ich habe wirklich ein Gewicht in der Hand, was vor allem beim Videofilmen wichtig ist, weil man dann natürlich in der Kamera und im Objektiv die zwei Stabilisatoren aufeinander abstimmen kann und wirklich aus der Hand filmen kann. Es ist dann fast wie ein Gimbal. Also ich würde meinen, man sieht es dann auf den Aufnahmen nicht. Aber das werden wir in den nächsten Wochen alles ganz genau testen. Vom Gewicht muss ich sagen, ja, es erinnert mich schon sehr an die G81, allerdings habe ich jetzt ein leichteres Objektiv da drauf und da ist die natürlich ein bisschen schwerer, aber von der Größe ist sie auf jeden Fall um eine Spur größer und liegt deshalb besser in der Hand als die G81, weil hier komme ich dann schon unter diese Kante mit dem kleinen Finger. Obwohl ich diese G81 auch sehr gerne in der Hand gehabt habe. Und ich werde sie auch weiterhin bei Street-Fotografie gerne einsetzen, weil sie einfach klein und leicht ist und immer dabei sein kann im Kamerarucksack. Weiters ist auch zu sagen, dass vor allem die Druckknöpfe der Kamera auf der Schulter genauso wie hinten wirklich fast alle gleich sind. Also wir haben auch hier bei der G9 Mark II natürlich das Moduswahlrad rechts. Wir haben dann einen größeren Knopf für Videoaufnahme. Wir haben hier den Auslöseknopf, der eigentlich genau der gleiche ist wie bei der G81. Wir haben dann die Knöpfe Weißabgleich, ISO und Belichtungskorrektur, die hier auf der G81 nicht dabei sind. Aber bei der G9 Mark I ist es genauso angeordnet. Und auf der linken Seite dann das Rad für die 4K-Aufnahmen und für die Selbstauslöser. Wir haben dann hier einen Joystick, der vom Daumen her gut bedienbar ist, in 8 verschiedene Richtungen. Wir haben natürlich, wie immer, weil das ist mir wichtig, ein Flip-Display, das sich in jede Richtung bewegen und drehen lässt, sodass man natürlich auch, wenn man sich selbst filmt, auch sehen kann, ob man überhaupt im Bild ist. Wir haben natürlich einen Blitzsteckschuh, das ist mir als Fotograf natürlich besonders wichtig. Wir haben Mikrofonanschluss, Kopfhöreranschluss, fürs Filmen wieder wichtig. Wir haben Gott sei Dank einen großen HDMI-Ausgangsstecker und natürlich kann die Kamera heute, das machen fast alle Hersteller, mit USB-C auch
den Strom bekommen. Also ich denke, diese Kombination, die G9 Mark II, die auch in Situationen mit weniger Licht eigentlich sehr gut zu gebrauchen ist, bis ISO 3200 auf jeden Fall, ist eine perfekte Kombination auch für alle Hochzeitsfotografen. Weil gerade bei Hochzeitsreportagen, wo man oft 12 Stunden hintereinander fotografiert, die ganze Zeit, die Kamera die ganze Zeit in der Hand hält, ist man natürlich glücklich mit so leichten Kombinationen, die aber aufgrund der Größe der Kamera gut in der Hand liegt. Und diese Kombination, wo der Body 1800 momentan brutto kostet und das Vario-Objektiv ca. 800, da sind wir bei 2600 Euro und das ist schon wirklich ein super Preis für eine MFD-Kamera, also ein sehr hoher Preis. Aber im Vergleich zu einer Vollformatkamera, Canon, Nikon, Sony, mit einem ähnlich offenen Blendenobjektiv 2,8 in dieser Brennweite, hat man wesentlich mehr in der Hand. Das heißt, das Gewicht ist dann wahrscheinlich das Doppelte, was natürlich bei einer Hochzeitsreportage sehr anstrengend ist. Und von der Bildqualität glaube ich nicht, dass das bei der Reportage auffällt, weil das ist ein Top-Objektiv und ein Top-Sensor. Und ich würde meinen, dass man hier bei Vollformat wahrscheinlich 5.500 bis 6.000 Euro ausgeben müsste, um dasselbe an Technik in der Hand halten zu können. Also insofern muss ich sagen, ich war ja immer schon verliebt in das MFD-System und ich arbeite wahnsinnig gern damit. Auch mit den 16-Megapixel-Kameras, mit der G81 oder mit der GX80, die noch kleiner ist und vor allem bei Streetdog sehr gut zu verwenden ist. Man muss sich halt immer überlegen, was habe ich vor, was ist mein Ziel? Und ich glaube, dass viele, viele Amateurfotografen mit dieser Kamera und mit dieser Objektivkombination in den meisten Fällen bei Fotoprojekten sehr glücklich sein können. Allerdings nehme ich natürlich auch sehr gerne das 12-60er, das Kit-Objektiv, das wirklich auch eine Top-Qualität liefert. Und wir werden natürlich nicht nur diese beiden Objektive auf der G9 Mark II testen, sondern alle meine Objektive. Ich müsste jetzt einmal überhaupt nachzählen, wie viele MFD-Objektive ich habe, aber ich schätze so 10, 12. Werden wir mal schauen bei einem der nächsten Videos. Jetzt hast du die Wahl. Entweder eine ganz günstige Kombination, die G81 mit 16 Megapixel und natürlich dem alten Autofokus, den Kontrastautofokus, für Filmen weniger geeignet. In der Fotografie ist mir der Phasenautofokus eigentlich nie abgegangen. Mit einem Kit-Objektiv um ca. 700 Euro im Handel noch immer erhältlich. Die Kamera wird noch immer im Handel verkauft. Oder eine Top-Kamera mit neuester Technik, 25 Megapixel, Phasenautofokus und ganz viele andere Features, nicht nur für Fotografen, sondern vor allem auch für Videografen und Videoproduzenten. Diese Kombi 2600 oder 700. Da entscheidet, glaube ich, nicht nur Größe, Gewicht und Technik, sondern auch das Budget, das du haben musst. Aber ich finde diese Kamerakombination empfinde ich als günstig im Vergleich zu Vollformatkameras, wo man sicherlich 5.500 bis 6.000 ausgeben müsste. Aus meiner Sicht ist diese Kombination gerade für die Reportage
egal ob jetzt Reisereportage, Hochzeitsfotografie, Hochzeitsreportage und andere Reportagen, bestens geeignet. Natürlich auch für Sport, für Wildlife, aber ich werde es natürlich auch in der Porträtfotografie, Architektur- und Landschaftsfotografie testen und euch in den nächsten Wochen weitere Videos hier bringen. Wenn dir das heute gefallen hat, dann freut es mich besonders, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst, unten abonnierst, Glocke nicht vergisst, dass du in Zukunft keines der Videos auf unserem Kanal mehr versäumen kannst. Der Algorithmus freut sich auch über Kommentare. Wenn du Fragen hast, das wird alles beantwortet von mir. Jede Frage wird beantwortet. Und wenn du mir nur einen Zuspruch da geben möchtest, der Algorithmus freut sich, ich freue mich, wir haben alle was davon. Also dann, Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.